Hallo, herzlich willkommen zu einem Gitarrentest. Heute geht es um ein Tremolo, und zwar das Vegatrem. Da werden wir heute drüber reden. Zusätzlich möchte ich euch dann, weil dieses Tremolo ja einiges kann, was andere nicht können, ja, in dieser Form finde ich es einzigartig, werde ich euch einige der wichtigsten Tremolo-Techniken auch zeigen. Also, wir kombinieren ein neuartiges Produkt, über das ich gerne, sehr gerne reden werde, mit den Spieltechniken, so dass du nicht nur ja, dir einen Test anschaust, von denen du sicher schon Tausende gesehen hast, sondern vielleicht auch noch ein bisschen was mitnehmen kannst und was lernen kannst in Bezug auf Spieltechniken, Tricks, Sound, alles, was man damit machen kann. So, das Vegatrem, wie du sehen kannst. Aber bevor ich reingehe, schaue ich kurz in den Chat rein und begrüße euch alle. Wir sind nämlich live. Hallo, wünsche euch viel, viel Spaß heute. Und ja, gibt es, nee, das wird im Grunde genommen heute auch ein Grundlagenvideo zum Thema Tremolo-Techniken. Ich nutze die Chance und gehe jetzt mal hier in diese Szene rein. So, das Vegatrem, wir schauen uns das mal hier auf der Webseite an, ist ein neues Produkt. Und wir gehen mal auf Kontakt, um auch gleich festzustellen, wo das herkommt. Das kommt, schau mal hier, Palma de Mallorca aus Spanien. Ist das nicht interessant? Wir gehen jetzt gleich mal in den Online-Shop und schauen uns das Produkt an. So, um was geht es hier eigentlich? Es geht hier um ein Ersatztremolo für unsere Strat-Style-Gitarren. Und zwar kannst du damit ein normales, klassisches Vintage-Tremolo ersetzen, was schon einmal sehr, sehr, sehr gut ist. Ja, du hast die Möglichkeit, aber auch mit dieser Variante hier ein Tremolo zu ersetzen in deiner Gitarre mit einem Messerkantenprofil. Ja, so, dass du dann die zwei, hier es mit zwei Schrauben befestigen kannst und hier mit vier. Ich habe diese Variante und da klicken wir jetzt mal drauf und schauen gleich, was da noch alles mit dabei ist. Und das ist das gesamte Paket, das du bekommst. Einmal das sehr schlank bauende Tremolo mit drei Federsätzen, leicht, mittel und stark, zwei Imbusschlüsseln, vier Schrauben zur Befestigung und dem Tremolo mit seinem sehr, sehr schlanken Block. So, drehen wir mal um das hier zu sehen. Ich habe also, ich habe die schwarzen Seiten. So, ich hoffe, man kann das hier gut sehen in dem Bild. Ja. Sorry, mit dem Gurt geht das jetzt nicht. Ich kriege den jetzt auch nicht weg. Ich habe die schwarzen Federn genommen. Das sind die leichten. Und ich habe auf der Gitarre 9er Saiten. So, von der Optik her sieht das Tremolo sehr schlank aus. Es baut also so schlank, dass es genau in das Loch eines Vintage-Tremolos passt. Und das hat den entscheidenden Vorteil, dass du im Grunde genommen das Tremolo so weit hochziehen kannst, bis die Saite reißen würde. Etwas ganz, ganz Einzigartiges, das findest du bei keinem anderen Tremolo. Also es ist wirklich etwas, was auch patentiert, etwas Neues, was es in der Form nicht gibt. Sehr schlank bauend. Alle Vor- und Nachteile, die gehen wir alle durch. Ich habe hier mein altes Tremolo mit dem hier ersetzt und bevor ich am Ende des Videos zu meinem Fazit komme, werdet ihr viele, viele, viele Beispiele heute hören. Ich habe es mit vier Schrauben befestigt. Die Schrauben gehen durch den Korpus durch. Das kannst du hier vielleicht ganz leicht, hier sind die sechs Schrauben des alten Tremolos. Und die gehen hier, also die Schraube geht wirklich durch den Korpus durch. Der Umbau war relativ
unkompliziert. Also das Einzige, was man beachten muss, wenn man das hier umbaut, ist, dass hier ein Messerkantentremolo ist. Wie ein Floyd Rose, nur extrem kompakt bauend. Was bedeutet das? Das Tremolo braucht eine Gegenspannung, einmal hinten durch eine Feder und eine Seite mindestens, damit es überhaupt hier in dieser Messerkante, ja, in diesem vorderen, das ist also diesen vorderen Block mit den beiden Schrauben und dann das Tremolo. Und um in dieser Messerkante hier, sind zwei Messerkanten, dass es sich drin bewegen kann, braucht es mindestens eine Seite. Ja. Also das Zusammenbauen, wenn man jemand hat, der einem hilft, ist es ein bisschen leichter, würde ich sagen. Aber ansonsten mit viel Erfahrung kann man das auch sehr, sehr gut hinbekommen. Was brauchst du noch, damit so ein Tremolo auch schön stimmstabil bleibt? Du brauchst Locking-Schlüsseln. Hier sind Sperzel drin. Meine Gitarre ist 27 Jahre alt. Die Sperzels funktionieren immer noch hervorragend. Du brauchst einen gut abgerichteten Sattel. Ich meine, der ist jetzt nach so langer Zeit, das ist immer noch das Original drin von vor 27 Jahren. Sehr, sehr guter Sattel hier. Hier sollte der Sattel sehr gut gefeilt sein, damit beim Runterdrücken der Saiten die Saiten im Sattel nicht klemmen. Ja? Man kann das ausfeilen oder ausfeilen lassen oder man verwendet Graphitstaub bzw. sogenannte Nut Sauce. Brauche ich alles nicht, weil der ist self-lubricating, wie man das auf Englisch sagt. Also der schmiert sich selbst hier, der Sattel, da bleibt nichts hängen. Natürlich, eins muss klar sein, bei einem Tremolo mit diesen Fähigkeiten, ne, mit wie das nur ein Floyd Rose kann. Und was ist ein Floyd Rose? Ein Floyd Rose ist ein Tremolo mit einem Knocking-Sattel, Locking-Sattel. Hier am Sattel hast du dann eine Befestigung, mit der du die Schrauben blockst. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, das Tremolo bei exzessiver Anwendung kann sich dann schon das leicht mal verstimmen. Aber das Vega-Tremolo ist sehr stabil, was das Thema angeht. So, die Befestigung hier ist sehr einfach. Man öffnet die Schraube und kann das einfach rausziehen. So sieht das aus. Von der Halterung, wir haben hier zwei Gummidichtungen. Von der Halterung her ist es fantastisch. Wirklich gut gemacht. Und das Tremolo erinnert mich zu 100% an mein altes Ende der 80er, Anfang 90er Jahre Ibanez Floyd Rose Tremolo. Das hatte den gleichen Hebel. Also wir haben eine Ibanez 6 Jahre gespielt mit Floyd Rose. Und deswegen fühlt sich das sehr familiär an. Hebel wird einfach reingedrückt, ja, und dann hier festgeschraubt. Sehr präzise gearbeitet alles. Hier kratzt nichts, es hakelt nichts. Und in dem Moment, wo der hier fest ist, gar nicht übermäßig fest, kannst du den Hebel in alle Richtungen drehen. Wunderbar, nach hinten, nach vorne. Ja. Was die Anwendung des Tremolos angeht, da reden wir dann gleich über die Beispiele. So, was haben wir dann hier noch zusätzlich? Wir haben einmal das sehr kompakt bauende Tremolo und dadurch, dass voll in dem Loch hier des alten Tremolos verschwindet, kann man wunderbar hochziehen. Das Befestigen der 4 Schrauben war kinderleicht, die Schrauben sind dabei. Der Umbau dauert mit Stimmen der Gitarre eine Viertelstunde. Also brauchst du keinen Gitarrenbauer, der dir das macht. Ich finde es auch schön hier, das Logo ist drauf geschrieben. Was jetzt die Schrauben hier angeht, die stehen ein bisschen raus. Ist kein wirklicher Kriterium, was ich jetzt als sehr negativ betrachten würde, aber es ist erwähnenswert. Sie stehen ein bisschen raus. Dann hast du die 2 Imbusschlüssel, mit denen du einmal das hier, diese Schrauben hier lockerst, um deine Intonation einzustellen, dass also die Oktavreinheit gegeben ist. Dann machst du das fest, nicht ganz fest, sondern leicht fest, und dann kannst du hier die Höhe der einzelnen Saiten noch einstellen. Die Saiten werden durch den Tremolo-Block nach vorne geführt. Das ist jetzt mal die Erklärung des Tremolos. Und ihr habt schon gehört, man kann also diese klassischen Dive-Bombs machen, wo die
Seite runtergedrückt wird, bis die auf dem Hals aufliegt. Also wie bei einem Floyd Rose-Tremolo. Aber ich kann gleichzeitig auch, ne? Nicht nur runterdrücken, sondern auch sehr, also nicht nur das berühmte Motorrad machen, sondern ich kann auch wunderbar die Saite so weit hochziehen, bis sie reißen würde. Das ergibt sehr, sehr interessante Möglichkeiten. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, vom Klang her, zu meinem alten Tremolo, es klingt etwas offener. Also der. In der Form, es hat den Sound, also es hat einen sehr guten Ton. Der Klang ist ein bisschen in Richtung Vintage gegangen, was mir sehr gut gefällt. Es ist ein dezenter Unterschied, aber ein offener Klang, der mir. Und Tremolo gehabt hätte, was hätte der alles angestellt? So, jetzt gehen wir rein und ich zeige euch die wichtigsten Tremolo-Techniken. Also, bevor man das jetzt macht, ist ganz wichtig, ist der Sound. Und um ein Tremolo richtig zum Klingen zu bringen, brauchst du Raum. Das heißt, man arbeitet mit, wie du genau hören kannst. Man arbeitet mit Hall und mit Echos. Denn das gibt diese Magie dem Klang. Okay? Das bei einem Clean Sound jetzt, dann bei einem Rock Sound und später bei einem richtig geilen Solo Sound. Ich werde auch das ein oder andere Beispiel mit einem Backing Track spielen. Also, gehen wir mal rein und ich zeige euch jetzt die Tricks, die man mit so einem Tremolo machen kann. Hierzu wechsle ich auf einen Solo Sound. Und der klingt so. Und warum ist das jetzt wichtig, was den Sound angeht? Ich werde viel mit diesen sogenannten. Mit diesen Harmonics arbeiten. Und diese Harmonics brauchen einen nicht nur angezerrten Sound, sondern wir brauchen einen Sound mit viel Kompression, viel Distortion. Einen schönen Echo. Hör auf das Echo. Ja? Dieses Echo gibt den ganzen Effekt, den man mit dem Tremolo macht, Raum. Okay? Jetzt gehen wir einfach mal in einige dieser Sounds rein, die man hier, der Tremolo-Block macht sehr viel im Sound aus. Dem stimme ich voll zu und der ist richtig gut. Es ist butterweich. Ich glaube, ich werde die Kamera hier noch einen Tick runterziehen, dass ihr das noch besser sehen könnt. Und wir beginnen mit einem ganz einfachen Beispiel. Und zwar einen Trill mit der linken Hand und das Tremolo nach unten drücken. Ich bin hier, bleiben wir mal hier auf 12. Boden, ne? Also das habt ihr sicher alle schon mal gehört, ne? % bei Steve, bei Van Halen natürlich. Und kannst es langsam runterdrücken oder schnell und ganz, ganz oft werden rhythmische Bewegungen mit dem Tremolo gemacht. Es ist also wirklich schön, dass der Hebel lang ist und sehr empfindlich. Also man kann wirklich wunderbar mit dem Hebel.
jetzt löse ich, das macht dir Spaß. Ne? So, und das ist so dieser, mit dem Tremolo einen rhythmischen Puls erzeugen, beispielsweise auf eine Seite hochsliden. Und so einen rhythmischen Puls reinhauen in das Tremolo. Es gibt so viele coole Soundeffekte. Der absolute Klassiker ist die sogenannte Dive Bomb. Ne? Wo man die E-Seite beispielsweise anschlägt und runterdrückt, bis die Seite sozusagen auf den Humbuckern hier aufliegt. Wenn du jetzt hochkommst, kannst du zum Beispiel die E-Seite runterdrücken und dann den Finger aufs G legen oder aufs A. Okay, so, das ist ein Klassiker. Und was am meisten Spaß macht, wenn du beginnst mit so einem Effekt, das ist ja nichts anderes. Ich meine, wir haben das Leo Fender zu verdanken, dass er, das ist ja eigentlich ein Vibrato-System, ne? Und er hat im Fender-Amp hat er, er hat es ja im Grunde genommen erfunden mit der Strat damals. Ne? Das muss man schon ehrlich sagen, was Leo Fender da alles auf den Markt gebracht hat, das ist schon sensationell. Ne? Und was hat er gemacht? Er hat im Amp den Effekt Vibrato genannt und auf der Gitarre Tremolo. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Ne? Das ist ein Vibrato-System, aber naja, es hat sich halt etabliert als Trem, ja? Oder Whammy Bar, wie die Amerikaner das nennen. Ja? Also, was jetzt machen kannst, du kannst mit den natürlichen Obertönen der Gitarre, und hierzu mein Tipp, High Gain Sound, hinterer Pickup und im siebten Bund einfach mal so eine Note auf der G-Seite leicht anschlagen, runtergehen damit. Das kennt ihr von Steve Vai, ne? Also runter, hoch und dann dieses Bad Horsey. Ja, ich habe Angst, dass mir die Saiten reißen. Nee, ihr braucht keine Angst haben, dass die Saiten reißen. Das, wenn du eine gute Gitarre hast und eben die ganzen Kriterien erfüllt sind. Guter Sattel, Locking-Mechaniken und ja, immer eine zweite Gitarre dabei haben auf der Bühne, wenn man solche Tricks macht. So, das war der typische Joe Satriani, ist zum Beispiel, dass er hier Pinched Harmonics macht. Sehr leicht auf der G-Seite. Was sind Pinched Harmonics? Das sind künstlich erzeugte Obertöne, indem man das Plektrum in die Seite reindrückt, die Seite schnalzt nach unten weg und schlägt an deinen Daumen. Das ist oft, was man bei Joe Satriani hört, da sieht man ihn auch, wie er das Tremolo runterdrückt und dann hochkommt mit eben diesen wunderbaren Pinched Harmonics. So, ein anderes Beispiel. Mal was ganz Lustiges zum Beispiel. Lautstärke abdrehen, ein Pinch Harmonic im 12. Bund auf der E-Seite, im 7. Bund auf der H-Seite und im 5. Bund auf der G-Seite. Hören wir uns das mal an. Also hier muss ich meinen Finger krümmen. So, nochmal. Es ist der Elefant, den macht auch Joe Satriani. Also Lautstärke, zurückdrehen, 12. Bund E-Seite, 7. Bund H, 5. Bund G, runterdrücken und gleichzeitig beim Hochkommen den Lautstärke-Potti hochziehen. Ne? Das ist ein geiler Effekt. Du kannst es auch mit dem Volumenregler an deinem Effektgerät machen. Also nochmal. 12, zieh 12, aber. So, das ist der Elefant. Jetzt machen wir den Krankenwagen. Ne? Das ist so etwas. Wie geht das denn?
13. Bund H-Seite, 12. Bund G-Seite. Und dann gehst du einen ganzen Ton hoch und dann spielst du nochmal 17, 15. Und runterdrücken. Das ist der Krankenwagen. Jetzt machen wir den Zug. Auch etwas, was Steve Vai gemacht hat. Über die Saiten mit dem Teil deiner Hand reiben. Und dann, macht Spaß, okay? Ich wäre viel Spaß an Leute. Und dann im 12. Bund einfach die E- und H-Seite spielen und runterdrücken. Also. Okay, so das sind einige der richtig lustigen Sachen, mit denen man hier Spaß haben kann. Dann also nochmal diesen Triller, den kennt ihr. Jetzt kannst du beispielsweise die G-Seite 5, 3, 0 und dann so einen rhythmischen Puls mit dem Tremolo-Hebel machen. Achte mal darauf. 1 und 3. H-Seite. Nächste ist sehr, sehr cool. Tremolo-Hebel nach hinten. Und das ist, ich nenne es einfach mal, ja, sie ist so die meckernde Ziege. Ne? Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist nicht einfach ohne ein Floyd Rose. Es ist eigentlich sehr schwer, das so schön hinzubekommen. Keine Angst, es kommen noch ganz lustige Dinge und es kommen aber auch sehr schöne Sachen, die ich spielen werde. Die das Tremolo, ich will nur zeigen, welche extremen Dinge möglich sind. Ne? Leerseite hoch. So, jetzt ist eine Seite gerissen. Ha! Und das habt ihr live gesehen, weil ich das zu hoch gezogen habt, das Tremolo. Aber das macht gar nichts, weil dadurch könnt ihr sehen, was passiert, wenn dir eine Saite reißt. Ne? Das ist halt live. Ne? Das macht mir überhaupt nichts aus, euch jetzt zu zeigen. Die Saite habe ich habe sie gerissen, weil ich zu weit hochgegangen bin. Also bleibt mal hier. Wir haben 330, wir haben viele Zuschauer. Ich hole einfach eine Saite. Und pack mir hier eine neue Seite drauf. Das ist überhaupt kein Problem, soweit ich das sehen kann. Seiten habe ich hier jede Menge. Bin gleich wieder da. Haut mir nicht ab. Also, was machen wir drauf? 0,49. Und wir brauchen eine 9er Seite. Ohne Schnitt und Punkt und Komma. Ich bin zurück. Also, 9er Seite. Kurz die Gitarre ablegen. Und dann könnt ihr das auch gleich sehen, wie einfach das funktioniert. Die Saite wird hier hinten durch den Tremolo-Block geschoben und kommt natürlich hier wunderbar. So, Sekunde. Ja. Kommt hier vorne raus. Und bei einer Gitarre mit Locking-Mechaniken geht das wunderbar. Ich habe auch noch überhaupt kein Video gedreht, wo ich euch mal zeige, wie man Saiten wechselt. Ne? Das ist ja auch so ein Ding, das
man, naja, vielleicht auch mal drehen könnte. Und hier ganz einfach, ich schiebe das jetzt hier vorne durch die, ich habe das jetzt geöffnet hier, drehe mir das den Einführschlitz hier nach vorne, pack das Ganze, mache ein bisschen Spannung drauf, ne? Blockiere die Seite hier hinten. 1, 2, 3 und Seite wird gestimmt. Und das war's auch schon. Kurz nochmal nachziehen. So. Und stimmen. E, H. Alles andere ist noch gut im Balance. A, E. Und so, wenn du jetzt eine Saite gewechselt hast, wie ich, dann ziehst du das kurz hoch, aber nicht übertreiben. Und das war's auch schon. So, jetzt habt ihr auch live gesehen, herzlichen Dank für die Spende. Jetzt habt ihr live gesehen, wie schnell man eine Saite wechseln kann. Also für mich gar kein Stress, sondern ich habe einfach nur, und das macht mir auch gar nichts aus, ich habe einfach nur die Saite so weit hochgezogen, bis sie gerissen ist. Das kann dir mit dem Tremolo passieren, weil es einfach ein Extremes ist. Sowas gibt es weltweit nicht nochmal. Okay, so, was kann ich euch noch zeigen? Natürlich, ich gehe jetzt mal auf einen Clean Sound. Und was du jetzt machen kannst, du kannst einen Akkord greifen. Ich nehme jetzt einfach mal hier ein H-Moll. Ich drücke das Tremolo leicht nach unten und lasse es hochkommen, während ich den Akkord spiele. E7 offen. Ganz leicht runterdrücken. Du kannst das Tremolo hier in den Finger, in den kleinen Finger, mit dem kleinen Finger anfassen und dann mit Intervallen spielen. So, ich gehe jetzt auf einen leicht angecrunchten Marshall Sound und werde mal vielleicht hier ein Beispiel spielen. Muss mal kurz gucken, ob ich hier noch so einen Backing Track für dich habe. Und dann schauen wir mal. Thank you.
jetzt ein Beispiel mit einem Crunch-Sound, bisschen Kompression drauf und es ist wunderschön, wie das Tremolo vom Klang her aufmacht. Machen wir gleich noch ein Beispiel mit einem sehr bekannten Backing Track. Nehmen wir das Plektrum und machen eine Mischung, okay? Natürlich endlos so weitergehen, weil es unglaublich viel Spaß macht, mit diesen Backing Tracks zu arbeiten. So, noch mal kurz die dünne E-Seite nachstimmen. Ja, passt, perfekt, perfekt. Ah, das Tremolo hält, also wie ihr sehen könnt, das Tremolo hält wunderbar die Stimmung. Die E-Seite noch mal kurz nachtunen. Und das war's auch schon, was den Sound angeht. Genau. Kurz mal reingucken hier. So fein kann ich mit einem... Natürlich kannst du mit dem Bixby so etwas nicht machen. Das Bixby hat nicht die Möglichkeit, so tief runter und so tief hoch zu gehen. Und hat also eine ganz geringeren Hebelwirkung. Also der Vorteil von diesem System hier ist, dass du sehr weit runter gehen kannst und natürlich auch sehr weit hoch, etwas Außergewöhnliches. Ich zeige euch jetzt noch ein Beispiel, wie einige der Top-Gitarren, also was habe ich hier noch, Effekte, die ich noch vergessen habe. Ich zeige zum Beispiel von Gary Moore, und zwar wie er das einsetzt bei seinen Solos aus den 80ern. Ne? Thank you.
wenn ihr genau hinhört, der Sound. Der Sound bei The Loner ist anders. Ne? Das ist kein wie. Hör genau hin. Warum klingt das anders in der Aufnahme bei Gary? Weil er eine Gitarre mit einem Floyd Rose gespielt hat. Und wenn du das Tremolo-System verwendest, dann geht dein Vibrato rauf und runter. Hör auf den Sound. Also der Sound ist ein ganz anderer, wenn ich... Sound ist mit dem Tremolo, weil es so feinfühlig funktioniert, fantastisches Teil, ist der Sound anders, wie wenn ich diese Vibratos mit dem Finger spiele. Ja, mit dem Finger kannst du aus der Pitch ja nur nach oben, ja, und ein bisschen nach unten, gerade auf der dünnen E-Seite. Und wenn du auf der dünnen E-Seite spielst mit dem Tremolo, gehst du nicht die Gefahr, dass du von der Seite runterrutscht, während du das mit dem Finger machst. Okay? Also, einige Tipps noch. Hämmern auf der Brücke. Also, was man machen kann, ist etwas, was die Anwender des Floyd Rose sehr gerne machen, ist, dass man auf die Brücke hier man erzeugt so einen indischen Klang. Und noch was ganz Geniales, das Tremolo ist so gut gebaut, dass du problemlos deine Hände ablegen kannst, ohne dass das in der... Oft ist es so, wenn du ablegst, dass ich dann die... ich muss mal kurz nachstimmen. Dass sich dann die Tonhöhe so verändert bei den Vintage-Tremolos, dass du die Gitarre verstehst. Ich kann also ablegen hier, ohne die Gitarre zu verstimmen. Ganze Akkorde rauf und runter, die man machen kann, Intervalle. Zum Beispiel, wenn man jetzt mit Intervallen arbeitet, erzeugt man ganz interessante Klänge. Ne?
Jeff Beck-mäßig. Was schwierig ist, ist, wenn du zum Beispiel mit Halbtönen arbeiten möchtest. Und wenn du Bendings machst, du schlägst im 12. bunten Ton an, gehst dann in den 11. und lernst diesen Halbton hochzuziehen, um diese typischen Jeff Beck-Effekte hinzubekommen. Oder du spielst deine Pentatonik und ziehst die Blue Note. Spielst. Die Stimmung kannst du nachstimmen. Wie stabil ist die Stimmung denn nun mit dem Tag? Die Stimmung ist sehr stabil. Ich würde sagen, im hohen 90%-Bereich. Euch muss natürlich klar sein, dass ich hier extreme Beispiele heute bringe. Ne? Also. Bleibt immer noch gestimmt. Okay, was habe ich noch? Hämmern auf die Brücke habe ich euch gezeigt. Also dieses hinterer Pickup. Ja, immer, wenn ihr die Obertöne spielt, schaltet bitte immer auf den hinteren Tonabnehmer. Dann kommen die besser raus. Ne? Ja, Gilmore, Beck, Hendrix. Ja, Hendrix. Was hat Hendrix gemacht? So, wenn wir jetzt so ein bisschen Richtung Hendrix spielen. Ich meine, der hat natürlich Unglaubliches mit dem Windelstremolo damals schon rausgeholt. Ne? Und das ist gar nicht so einfach. Also der Klassiker ist. Geeignet für den Sound von Jimi Hendrix, das Tremolo. Was kann ich euch noch zeigen? Akkord rauf und runter habe ich euch gezeigt. The Loner habe ich euch gezeigt. Rhythmischer Puls, Flutter, Dive Bombs. Boah, ich glaube, ich bin durch. Ne? Haben wir ein Solospiel vor der drauf. Ja, also, der Hauptgrund für ein Tremolo in der Form, in der Qualität, ist, es soll dein Spiel verschönern. Ihr habt so viele Beispiele gehört, ein bisschen Gilmore, ein bisschen Gary Moore, ein bisschen Beck, was man alles mit dem Tremolo machen kann. Ne? Wie man speziell zum Beispiel hier oben, wenn man hier oben unterwegs ist, in diesen hohen Sphären, was man da an Sound noch, ne? Wo man mit dem Vibrato gar nicht hinkommt. Thank you.
Mein Fazit zu diesem wunderbaren Tremolo ist, ich werde es behalten und es bleibt in meiner Gitarre. Und es hat für mich ist das Tremolo hier wahrscheinlich eines der allerbesten und von der Innovation her ganz, ganz weit vorne. Hat einen super Klang, klingt für meinen Geschmack offen, vintage, genau wie ich mir es vorstelle, schön. Es hat keinerlei Abdämpfung in den Höhen, was mir sehr, sehr gut gefällt und mir sehr, sehr wichtig ist. Es hat einzigartige Funktionalität mit dem nach oben ziehen, soweit das Saiten reißen können, wie ihr im Laufe des Videos bemerkt habt. Einmal das. Du kannst die gleichen Tricks machen wie mit dem Floyd Rose, was dir mit Vintage-Tremolos, auch mit Messerkanten-Tremolos, sehr, sehr schwer bis unmöglich fällt. Was du brauchst eine gute Gitarre, einen guten Sattel, der muss gut abgestimmt sein, also schön ausgefeilt. Hier kann man natürlich ein bisschen Graphitstaub noch reinmachen, Locking-Mechaniken, ja, und Spaß. Ja. Ich habe jetzt 9 Saiten auf dieser Gitarre. Je dicker die Saiten werden, 10er, 11er, dann kannst du viele dieser Tricks so nicht mehr ausführen, weil dann wird das ganze System einfach steifer, was völlig logisch ist. Je dicker deine Saiten sind, umso schwieriger ist es, diese Tricks, die ich euch gezeigt habe, zu machen. Also experimentiert mit... mit den natürlichen Harmonics, experimentiert mit den Pinched Harmonics, habt Spaß mit diesen schönen Tricks, lasst das mal flattern, ne? Super, super geiles Teil. Ich kann es gar nicht hoch genug bewerten. Hiermit möchte ich mich auch bedanken bei der Firma Vega Trem dafür. Ich habe fast ein Jahr gewartet. Jetzt ist es gut lieferbares Teil. Dafür, dass ich dieses wunderbare Tremolo zum Testen bekommen habe. Ja? Ich habe die Firma angeschrieben, weil ich sehr, sehr neugierig war. Und ich mache jetzt auf keinen Fall hier Werbung für etwas, ihr kennt mich, wo ich nicht hinter stehe. Ich stehe also zu 100% hinter der Qualität dieses Tremolos und es bleibt in meiner Gitarre. Es wird nicht mehr rausgehen. Herzlichen Dank nochmal an die Firma dafür, dass ich dieses Tremolo zum Testen hier bekommen habe. 100 Punkte meinerseits. Ich gucke jetzt nochmal kurz in den Chat, ob da noch die eine oder andere Frage ist. Kann man das Tremolo bei jeder Gitarre einbauen, für die ein Tremolo vorgesehen ist? Ja, absolut. Also in jede, meistens sind das die Stratocaster-Formen, in jede dieser Gitarrenformen kannst du das Teil problemlos einbauen. Ob du ein Vintage-Tremolo hast mit 6 Schrauben oder ein Messerkanten-Tremolo von den moderneren Fender-Tremolos zum Beispiel, kannst du perfekt einbauen. Ja, der Tremolo-Block macht den Ton. Der Ton ist richtig gut. Ja. Hier eine gute Frage. Hallo zusammen. Hab noch nie mit einem Tremolo gespielt. Stört der Hebel nicht beim Spielen auf den hohen Saiten? Du gewöhnst dich dran. Also nach einiger Zeit, nach einigen Tagen, Wochen, merkst du das gar nicht mehr. Und deine Hand findet den Weg an dem Tremolo vorbei. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach nur mal übe und Tonleiter und spiele auf den dünnen Saiten, dann kannst du ja genau schauen, ob mir das Teil im Wege ist. Ne? Du siehst also, wenn ich unten auf der dünnen E-Saite spiele, na, hier ist der Hebel.
Und ich kann sogar noch abdämpfen. Nö, also im Wege ist das Teil in der Form nicht. Sonst würde es wahrscheinlich die Tremolos seit gefühlt 60 Jahren nicht geben. Ne? Genau, also du kannst ihn zur Seite schieben, du kannst ihn nach hinten schieben. Ja, ist gar kein Problem. Wie groß der klangliche Unterschied ist, wie bald es auf dem Korpus liegend oder ob es fliegend ist. So, die ganzen, hier gute Frage von Joachim Florige. Ich kann das hier noch zeigen. Wie groß ist der klangliche Unterschied, ob das Vibrato-System auf dem Korpus liegt oder ob es fliegend ist? Der klangliche Unterschied ist minimal. Ich habe all meine Gitarren fliegend eingestellt. Ich alle, meine Paul Reed Smiths, meine anderen Gitarren, alle haben ein, weil ich brauche kein Tremolo, was ich nur nach unten drücken kann. Dann kann ich mal eine feste Brücke kaufen. Also aufliegend ist für mich kein richtiges Vibrato. Dann habe ich diesen wunderbaren Schwebeeffekt nicht. Also aufliegen kommt nicht in Frage. Frage, habe auf meinen Gitarren Trems blockiert, weil ich Probleme mit der Stimmstabilität bei den Palmmutes habe. Würdest du gerne wieder mal ändern? Hast du da einen Tipp? Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, lieber Ronny. Hört genau hin, bitte. Ich mache das jetzt nochmal, dass ihr das genau hören könnt, okay? Wie stimmstabil dieses Tremolo ist. Wenn ich jetzt etwas offen spiele, jetzt dämpfe ich es ab. Da ändert sich nichts in der Tonhöhe. Ich muss schon. Ich schaffe es nicht. Und wisst ihr, warum das bei dem Tremolo der Fall ist? Der Block ist so kurz, dass ich hier, wenn ich auflege, ich habe keine Tonhöhenveränderung. Ich müsste schon gewaltig draufdrücken, dass ich das, also auch das ist ein hoher, hoher Pluspunkt für dieses Tremolo. Es bleibt stimmstabil. Ist das nicht geil, Leute? Ein schwebendes Tremolo, was stimmstabil ist. Ich bin total begeistert. Ne? Hallo Horst, was hältst du von Staggered-Mechaniken bzw. Stimmstabilität, bezüglich Stimmstabilität anstatt Locking-Tuners? Der Seitenniederhalter fällt ja dadurch weg. Die sind schon mal gut, also diese Staggered sind gut. Du hast aber auch dort die Schwierigkeit, dass du Umwicklungen hast. Und in dem Moment, wo du hier oben Umwicklungen hast, beim richtigen Runterdrücken des Tremolos lösen sich diese Umwicklungen und spannen sich wieder an. Und je mehr Umwicklungen man hat, auch wenn es nur zwei sind, das funktioniert nicht. Ne? Du brauchst für diese Spieltechniken Locking-Mechaniken. Kosten nichts mehr. Die Teile kosten irgendwas um die... Du bekommst welche für 80, 90 Euro. Von Goto, Schaller, Sperzel. Sind alle gut. Ja. Genau, meine neuen Seiten. Joa, ich ziehe meinen Hut vor deinem Durchhaltevermögen, deinen endlosen Antriebskraft und Hoffnung. Nicht nur auf die Gitarre, ich unterrichte selber auf Klavier. Ja, danke für eure Komplimente. Ich glaube, ich bin alles durchgegangen. Ich habe euch einige der lustigsten Techniken gezeigt mit dem Tremolo. Es gibt natürlich noch viele, viele andere, die man ausprobieren kann. Mit Leerseiten, rhythmische Sachen. Alles macht Spaß. Akkorde. Ne? Ich will jetzt nicht nur euch diese Sounds zeigen mit den. Man kann so wie ein Chorus-Effekt. Natürlicher Sound, ne? Fantastisch. Ich liebe es. Leute, kauft euch das Vegatrem. Ihr werdet begeistert sein von dem Teil. Aber bedenkt,
Es bringt nicht viel, wenn ihr es nicht nutzt. Ne? Also man sollte es in seine Spielweise auch einsetzen. Und man kann so wahnsinnig viel Freude haben. Ich habe die Tage stundenlang improvisiert auf Backing Tracks und unglaublich viel Spaß gehabt. Okay? Double Stop Bends aus. Ja, natürlich. Ja, gut. Das ist nicht alles geht. Ne? Double Stop Bends. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob das geht. Das ist Country-Technik, ne? Also ich würde mir niemals einen Floyd Rose kaufen und nur wegen einer Double-Stop-Band-Geschichte dann das Floyd Rose nicht verwenden. Dann spielst du einfach spiel die Technik auf einer anderen Gitarre, ne? Wie gesagt, durch den kurzen Block würde ich sagen, die funktionieren auch relativ gut. Das sollte es für heute gewesen sein, ihr Lieben. Ihr wisst, die Chats sind sehr interessant, aber ich muss dann auch mal beenden. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich werde jetzt rausgehen, noch ein bisschen improvisieren und mich dann bei euch verabschieden. Herzlichen Dank für die Teilnahme und viel, viel Spaß. Let's do it. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Viel, viel Spaß wünsche ich euch weiterhin. Wir sehen uns nächste Woche wieder live und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und vor allen Dingen bleibt gesund. Ciao!